Es ist Donnerstag, zwei Tage vorm ersten Weltcuprennen in Sölden. Ich bin gerade hier angekommen. Es ist ein bisschen kalt und ungemütlich, sehr windig. Deswegen gehen wir jetzt gleich mal rein. Es geht nämlich gleich los mit der Einkleidung. Wir kriegen die neuen Klamotten, dass wir auch schön ausgerüstet sind für den Samstag. Und dann wartet ein Medienmarathon auf mich. Es geht von einer Pressekonferenz zur nächsten und ich nehme euch mit. So, unsere Klamotten haben wir jetzt mal bekommen. Schauen ganz gut aus, finde ich. Und bevor es jetzt mit den Pressekonferenzen bei Head losgeht, trinke ich noch schnell einen Kaffee. Okay, die Head-Pressekonferenz hier in Sölden ist vorbei. Wie immer bin ich eine der Letzten oder sogar die Letzte, glaube ich. Und jetzt geht's gleich direkt weiter bei Milka. Maria Böfling. Puh, der Medienmarathon ist überstanden. Auch die Milka-Pressekonferenz ist vorbei. Es ist jetzt 8:30 und es war echt ein anstrengender Nachmittag. Wir haben morgen noch Hang befahren und ein bisschen Training. Die letzte Einstimmung auf das Rennen am Samstag. Deswegen werde ich jetzt schauen, dass ich schnell ins Bett komme und für morgen ausgeschlafen bin.